Heute möchte ich dir mal ein Kapitel aus meinem Videotraining Photoshop 2 Luminanzmasken zeigen. Luminanzmasken sind ja tatsächlich eine sehr fortgeschrittene Technik der Bildbearbeitung, aber ich habe dazu einen gesamten Videokurs aufgenommen. Den kannst du natürlich auch erwerben. Es gibt ja im Moment auch die Weihnachtsaktion, wo das Ganze ein bisschen günstiger ist. Und heute gibt es davon auch ein Kapitel hier auf YouTube kostenlos. Kannst du dir reinziehen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Und ansonsten natürlich auch nochmal ein kurzer Hinweis auf den Adventskalender, denn der läuft auch gerade. Jeden Tag gibt es tolle Preise zu gewinnen und heute gibt es 2 Jahreslizenzen für Maglio Fotos. Falls du also Bock hast, auf deine Fotos von überall auf der Welt zuzugreifen, einfach mit deinem Smartphone und zwar auf die RAW-Dateien, dann ist Maglio Fotos genau das Richtige für dich. Alle Infos dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung, wie du dich auch zum Adventskalender anmelden kannst und so weiter. Das geht ganz einfach nur mit deiner E-Mail-Adresse und dann bist du bei allen Verlosungen an allen Tagen automatisch mit dabei. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video soll es jetzt darum gehen, dass wir mit mehreren Belichtungen arbeiten. Bisher, hast du ja gesehen, haben wir immer nur an einem Bild gearbeitet, aber es kann natürlich auch vorkommen, dass man mal Situationen hat, wo die Spanne zwischen dunklen Tönen und hellen Tönen so groß ist, dass die Kamera das gar nicht mehr alles auf ein Bild packen kann mit allen Details. Also durchaus sprechen wir hier über Dynamikumfang und wenn der zu klein ist und dann gibt es entweder ausgebrannte Stellen in den Highlights, also in den Lichtern, oder aber abgesoffene Tiefen ganz unten in den Schatten. Und eine so eine Variante, wo das vorkommt, ist vor allem im Cityscape-Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt Städte fotografiere, vielleicht zur blauen Stunde, dann sind natürlich schon viele Lichter der Stadt an, die dann aber schon sehr, sehr hell sind und gleichzeitig wird der Himmel natürlich sehr, sehr dunkel. Und ich möchte dir jetzt hier mal ein Beispiel zeigen, was ich hier in Dubai letztens fotografiert habe. Da öffne ich jetzt erstmal den RAW-Converter und du siehst schon, dass wir hier einige Stellen haben, wo das Ganze ausgebrannt ist. Da öffnet sich jetzt hier erstmal der RAW-Converter und du siehst hier schon in dem Bild, dass wir einige Stellen haben, die ausgebrannt sind. Wie zum Beispiel jetzt hier die Lichter von der Reklame hier, von der Firma oder auch hier unten die Werbeplakate oder hier auch in der Dubai Mall. Da ist schon eine ganze Menge ausgebrannt und das kann man mit Luminanzmasken dann natürlich retten. Ich kann natürlich hier erstmal anfangen, die Lichter so ein bisschen runter zu regeln, aber du siehst, dass trotzdem hier das Ganze ausgebrannt ist und deswegen habe ich hier mit mehreren Belichtungen gearbeitet. Bedeutet, das ist meine Normalbelichtung und dann habe ich noch eine Belichtung, die -2 Blendenstufen runterbelichtet wurde. Das bedeutet, das wäre ungefähr so, als würde ich das Ganze hier um 2 Blendenstufen runterdrehen. Aber natürlich, selbst wenn ich das hier tue, siehst du, dass wir hier in bestimmten Bereichen nicht mehr die Details zurück in das Bild bekommen. Aber deswegen habe ich eine zweite Belichtung dazu gemacht und entsprechend können wir die mit Luminanzmasken jetzt gleich zusammenblenden. Dafür werde ich jetzt hier mal ganz kurz die Tiefen noch ein kleines Stück aufhellen. Das reicht aber so schon völlig aus. Die Lichter packe ich mal auf -60. Und dann sage ich hier einfach mal Bild öffnen. Klicke ich hier einmal auf OK, bestätige das Ganze mit dem Arbeitsfarbraum und schon haben wir das ganze Bild hier drin. Und um das Ganze jetzt noch mit der -2 Belichtung zu machen, nehme ich auch diese noch, öffne die jetzt in Photoshop. Gehe hier nochmal in den RAW-Converter rein und jetzt werde ich mal gucken, dass wir hier die Lichter auch nochmal ein Stück weit runterziehen, so auf -70 ungefähr. Ich zoome mal hier so ein bisschen weiter in das Bild rein. Du siehst jetzt schon, dass wir hier gute Details drin haben. Auch hier das Schild, jetzt das Reklameschild, sieht ganz gut aus. Und auch in der Dubai Mall hier haben wir jetzt eigentlich überall ganz gute Details in den Lichtern drin. Ich werde aber dafür die Tiefen extrem doll aufhellen. Die stelle ich mal wirklich auf +100, damit wir das ganze Bild gleich besser verblenden können. Mir geht es jetzt in dieser Unterbelichtung tatsächlich nur noch um die Lichter, denn die dunkleren Bildbereiche, die nehmen wir ja alle aus unserer Nullbelichtung heraus, die wir schon in Photoshop geöffnet haben. Und deswegen geht es jetzt hier darum, wirklich nur die Lichter noch so darzustellen, dass wir die gleich gut einblenden können. Wenn ich fertig bin, dann sage ich hier einmal Bild öffnen und dann öffnet sich das Ganze auch in Photoshop erstmal hier in einem neuen Dokument. Das ist aber kein Problem. Mit Command und A wähle ich hier einfach einmal die komplette Ebene aus. Mit Command und C kopiere ich das Ganze einmal und dann gehe ich hier in das andere Bild rein und sage Command und V und kopiere das Ganze hier wieder rein. Wichtig bei solchen Sachen ist, dass du auf einem Stativ fotografierst, dass du möglichst keine Verwackler in dem Bild drin hast, dass also die Bilder auch wirklich pixelgenau übereinander liegen. Ich werde jetzt hier erstmal einmal auf das Schloss klicken, damit die Hintergrundebene hier raus ist. Und wenn das nicht ganz der Fall ist, wenn du da also eine leichte Pixelverschiebung drin hast, da können wir das Ganze dann natürlich auch noch reparieren in Photoshop. Ich wähle mal beide Ebenen hier mit gedrückter Shift-Taste an
gehe dann hier oben einmal auf Bearbeiten und sage Ebenen automatisch ausrichten. Die Projektion lasse ich hier einfach auf Auto und klicke hier einmal auf OK und dann wird das Ganze nochmal analysiert und wirklich pixelgenau übereinander gelegt. So, du siehst, wir haben hier so einen ganz leichten Rand jetzt drin, also 100%ig pixelgenau lag es eben doch nicht übereinander. Wenn ich jetzt aber hier das Ganze an- und ausmache, die obere Ebene, also die dunklere Ebene, dann sieht man jetzt hier wirklich keine Verschiebung mehr in den Pixeln und das ist genau das, was wir brauchen. So, ich werde jetzt hier die obere Ebene nochmal ausblenden und jetzt auf Grundlage dieser Nullbelichtung hier werde ich jetzt erstmal mir ein paar Luminanzmasken erstellen, beziehungsweise eigentlich nur ein paar bestimmte. Ich werde jetzt hier mal die Lichter 4 nehmen und die jetzt hier mal anwenden. Und dann siehst du, dass wir hier so eine kleine Auswahl an den Lichtern haben. Das sind jetzt eigentlich auch nur noch die Lichter, die wirklich schon relativ stark ausgebrannt sind. Und dann nehme ich mir hier meine obere Ebene, also meine -2-Belichtung, werde jetzt hier wieder aktivieren. Und auf Grundlage dieser Auswahl, die wir jetzt gerade getroffen haben, klicke ich jetzt einmal hier auf das Masken-Symbol. Und du siehst, dass wir dann automatisch hier auch diese Ebenenmaske erstellt haben. Wenn ich jetzt hier mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste einmal reinklicke, siehst du auch die Luminanzmaske, die wir gerade erstellt haben. Und das ist eigentlich alles schön schwarz, bis auf die wirklich ausgebrannten Lichter. So, und wenn ich mir das jetzt hier mal so angucke, dann sieht das doch schon richtig gut aus. Dann würde ich sagen, haben wir doch hier auf jeden Fall schon einen richtig guten Job gemacht. Das Ganze sieht jetzt natürlich sehr, sehr flach aus. Ja, also wir müssen jetzt hier deutlich mehr Kontrast wieder mit einbauen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wollen wir das wirklich überall in dem Bild haben? Oder nehme ich das vielleicht aus bestimmten Bereichen hier nochmal so ein bisschen raus? Wie zum Beispiel hier unten die Streifen, die Lichtstreifen von den Autos. Das würde ich eigentlich ungern entfernen. Also da kann es ruhig drin bleiben. Und deswegen nehmen wir jetzt unsere altbewährte Methode wieder. Das Ganze nochmal gruppieren. Das Ganze hier reinschieben. Und dann kriegt diese ganze Gruppe hier nochmal eine schwarze Ebenenmaske, indem ich jetzt einmal die Optionstaste dabei drücke und dann nochmal auf das Ebenensymbol klicke. Dann ist dieser ganze Effekt erstmal wieder ausgeblendet und ich kann ihn jetzt mit einer weißen Vordergrundfarbe und einem Pinsel hier mit, nehmen wir mal so 70% Deckkraft ungefähr, ein bisschen kleinere Pinselspitze. Und jetzt kann ich das entsprechend hier überall wieder reinmalen, wo ich es gerne hätte. Und dabei bekomme ich jetzt eigentlich auch so die besten Ergebnisse hin, die auch am besten aussehen, was auch am realistischen aussieht. Ist das überhaupt ein Wort? Naja, ihr wisst, was ich meine. Und hier kann ich jetzt diese ganzen kleinen Punkte, die jetzt hier überstrahlt sind, die kann ich alle so ein bisschen zurückmalen. Dann gehe ich hier einmal über das Hotel drüber. Perfekt. Hier nochmal so ein bisschen rein. Und hier diese ganzen Straßenlaternen, da kann ich auch nochmal so ein bisschen rausnehmen. Einfach, damit wir hier nicht zu viele Punkte haben, die zu hell sind und die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich lenken. Hier unten gehen wir auch nochmal rüber. Und jetzt kann ich hier natürlich sehr viel Zeit damit verbringen, dieses Bild in Form zu bringen. Du siehst auch hier übrigens am Rand, dass es ein bisschen unscharf geworden ist. Das ist leider bei solchen Weitwinkelobjektiven normal, dass es am Rand schnell ein bisschen unscharf wird. Das können wir nachher auch noch ein bisschen verbessern, indem wir da noch mal ein bisschen nachschärfen. Aber so grundsätzlich sieht das doch jetzt schon ganz gut aus. Ich zeige jetzt hier mal ein ganz kurzes Vorher-Nachher. Ja, sieht schon deutlich besser aus. Gehen wir hier noch mal auf die Seite rüber. Hier sind noch so ein paar Punkte, die noch ziemlich überstrahlt sind. Hier oben auch das Logo. Nehmen wir auch noch mal so ein bisschen raus. Und vielleicht hier über die Straße gehe ich auch noch mal so ein bisschen rüber. Jo, aber jetzt haben wir doch hier schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Ja, und du siehst, wir können jetzt hier also mit Luminanzmasken auch arbeiten, um solche Cityscape-Bilder noch ein bisschen ansprechender zu machen. Natürlich ist es aber nicht alles. Ich habe jetzt hier also mein Blending gemacht. Ich kann jetzt diese ganze Gruppe auch einfach mal Blending nennen. Schließe die jetzt hier einfach mal und jetzt kann ich natürlich auch hier auf Grundlage dessen weiterarbeiten und mir zum Beispiel hier die Mitteltöne mal raussuchen. Mitteltöne 2 werde ich jetzt mal nehmen. Ja, und mir jetzt hier wieder eine neue Korrekturebene erstellen, wie zum Beispiel jetzt hier die Gradationskurve. Und dann hier auch wieder schön Kontrast in den Mitteltönen aufbauen, ohne dass ich jetzt meine Arbeit, die ich gerade eben schön angefangen habe, nämlich hier diese ganzen Details wieder zu zerstören. Also wenn du jetzt hier mal raufguckst,
Ja, diese ganzen ganz hellen Bildbereiche, die werden hiervon nicht beeinflusst, sondern wir kriegen einfach nur Kontrast in die Mitteltöne wieder rein und jetzt wirkt das ganze Bild alleine durch diese Ebene schon so viel besser. Ich muss wirklich sagen, vorher, nachher, dieser Mittelkontrast hier in den, oder der Kontrast in den Mitteltönen, der macht so viel aus, das ist unfassbar. Ich mag es wirklich sehr, mit diesem Kontrast zu arbeiten. Jetzt werde ich mir als nächstes mal hier noch ein paar Schatten raussuchen und die noch ein bisschen abdunkeln. Schatten 3 werde ich mal noch nehmen und das Ganze ein bisschen dunkler machen. Auch hier wieder Korrekturebene, Gradationskurve und dann dunkle ich das Ganze hier einfach nochmal so ein bisschen ab. Denn es ist schon relativ dunkel gewesen und das will ich in dem Bild auch zeigen, dass es hier wirklich schon blaue Stunde war. In dem Himmel gefällt es mir oben nicht ganz so doll, da würde ich es wieder ein bisschen rausnehmen, aber unten die Stadt, die kann durchaus noch ein bisschen mehr Kontrast vertragen, indem wir das Ganze hier so ein bisschen abdunkeln. Aber, wie gesagt, oben in dem Himmel gefällt es mir nicht so gut, deswegen werde ich jetzt das Ganze wieder mit einer Maske versehen, mit einer weißen Maske und dann einfach eine schwarze Vordergrundfarbe nehmen, den Verlaufsfilter hier aufziehen und dann einmal von schwarz nach weiß malen und schon haben wir das Ganze aus dem Himmel hier wieder rausgenommen. Perfekt. So, jetzt haben wir hier auch nochmal schön in der Stadt ein bisschen mehr Kontrast aufgebaut. Und die Farben sehen dadurch natürlich auch schon wesentlich besser aus, muss man auch sagen. Also wir haben jetzt hier, wenn man mal guckt, von wo wir gekommen sind, aus dem Bild ganz schnell das hier gemacht und das mit Luminanzmasken und damit auch wirklich das Bild perfektioniert. Jetzt kann ich auch hier wieder reingehen und noch so ein bisschen an den Farben arbeiten. Also es ist sehr rotstichig. Ich glaube fast, dass wir hier mal in die Kanäle reingehen und mal die Rotwerte hier auswählen. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht in den Rotwerten. Kopieren wir uns den einfach mal. Und dann wähle ich hier das Ganze mit gedrückter Command-Taste einmal aus. Gehe wieder in die Ebenen rein. Und werde jetzt hier mal eine Farbton-Sättigung-Ebene erstellen auf Grundlage der Rotwerte hier. Und werde mal insgesamt den Farbton jetzt ein bisschen verschieben. So ein kleines bisschen weiter Richtung rechts. So plus 6 ungefähr. Das gefällt mir schon ganz gut. Damit nehmen wir so ein bisschen den Rotstich hier raus. Und dann gehe ich aber auch nochmal selber in die Rottöne rein. Und werde auch die Rottöne nochmal so ein kleines bisschen verändern. Gefällt mir gut. Dann gehe ich als nächstes nochmal in die Kanäle rein, werde jetzt diesmal die Blauwerte hier auswählen. Mit denen auch nochmal rüberziehen hier, kopieren und auch den nochmal so ein bisschen verändern. Hier werde ich jetzt auf jeden Fall unten alles in der Stadt mal so ein bisschen rausnehmen. Hier nehme ich jetzt einfach mal den Verlaufsfilter und sage jetzt hier mal von schwarz nach transparent. Und jetzt kann ich hier diese ganze Stadt einfach mal komplett davon rausnehmen erstmal. Und dann vielleicht noch mit dem Pinsel und dem Mischmodus weiches Licht. Hier unten, dass wir einfach noch so ein bisschen mehr von den Gebäuden auch ausschließen. Das reicht eigentlich soweit schon aus. Und jetzt mit gedrückter Command-Taste wähle ich diesen Kanal hier nochmal aus. Und werde jetzt mir hier auch nochmal eine Farbton-Sättigung-Ebene einstellen und diesmal in den Blau- oder Magenta. Ich fange mal mit den Magenta-Tönen an und werde jetzt hier den Farbton nochmal so ein bisschen verändern. In den Magenta-Tönen. Ja, so minus 10 ungefähr und jetzt gehe ich auch nochmal in die Blautöne rein. Und verändere die auch nochmal so ein bisschen. Und werde jetzt dabei aber mal versuchen, hier noch so ein bisschen mehr dieses Magenta noch, dieses Lila noch so ein bisschen mit reinzuziehen. Und das Ganze so ein bisschen bläulicher, grünlicher sogar zu machen. Gefällt mir einfach deutlich besser. Ja, der Farbwert gefällt mir besser. Nehmen wir das hier auch noch so ein bisschen mit rein. Und von der Helligkeit machen wir das noch ein bisschen heller. Plus 15. Okay, sieht von dem Farbwert jetzt ja auch deutlich besser aus. Jetzt schauen wir nochmal, wo wir hergekommen sind. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Und wie gesagt, das alles mit Luminanzmasken, Farbveränderungen, Kontrastveränderungen, das gefällt mir an dieser Stelle hier schon richtig gut. Und du weißt jetzt auch, dass man hier mit mehreren Bildern arbeiten kann, um sein Blending noch besser hinzubekommen.
Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat dieser Ausschnitt aus dem Videotraining gefallen. Falls du Interesse an dem gesamten Videotraining hast, wie gesagt, einfach mal auf meinem Online-Shop vorbeigucken. Dort gibt es auch gerade den Weihnachtsrabatt. Lohnt sich also auf jeden Fall. Und ansonsten, falls du Maglio-Fotos gewinnen möchtest und damit auf all deine Fotos von überall auf der Welt zugreifen möchtest, inklusive den RAW-Dateien und vielleicht sogar auch deine Bilder wirklich auch speichern möchtest und zwar auch nochmal sichern möchtest, extra sichern, sodass auch wirklich, selbst wenn dein Haus abbrennt, nichts mehr passiert, dann ist Maglio Fotos genau das Richtige für dich. Und wie gesagt, du kannst heute eine Jahreslizenz davon gewinnen. Insgesamt 2 Stück sind in der Verlosung. Ich freue mich, wenn du da mitmachst und ansonsten natürlich sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.